Heute geht es mal wieder um das Thema B und Verurteilen, und zwar sich selbst. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ich möchte heute nochmal ein Thema ansprechen, wo wir selbst uns so unter den Scheffel stellen und unser wahres Licht nicht ans Tageslicht bringen. Nämlich, es geht darum, dass wir die Aufmerksamkeit immer so auf die Dinge richten, die wir nicht können, wo wir nicht gut drin sind. Und ja, das raubt letzten Endes Energie und das hindert uns natürlich auch daran, auf den Weg unseres Herzens zu kommen und in unsere wahre Kraft und Stärke zu kommen. Deshalb möchte ich dich heute mal dazu animieren und dich dazu einladen, mal so 5 bis 7 Dinge zu finden, in denen du so richtig gut bist, in denen du schon Meister geworden bist. Schau mal auf dein Leben zurück, das können Dinge aus der Kinderstube sein, das können aber auch Dinge aus dem Teenageralter oder späteren Erwachsenenalter sein. Schau mal, was dir im Leben schon so richtig gut gelungen ist. 3, 5 bis 7 Dinge. Und richte da mal die Aufmerksamkeit drauf. Und wenn du jetzt zu einem Punkt angelangt bist, wo du merkst, ich würde da gern mal noch ein bisschen was anderes anpacken in meinem Leben. Ich würde mich gerne noch selbst ein bisschen mehr verwirklichen. Ich würde gerne noch mehr so mein eigenes Potenzial ans Tageslicht bringen. Oder ich spüre einfach, da ist noch was in mir drin. Dem würde ich gerne noch einen Raum geben und das mein Potenzial zur Entfaltung bringen. Dann bringt dich das mit Sicherheit ein großes Stück weiter, wenn du da einfach mal die Aufmerksamkeit drauf richtest, weil das gibt dir natürlich auch Rückenstärkung, wenn du dir mal vor Augen hältst, was alles in deinem Leben schon richtig gut war, was dir da schon richtig gut gelungen ist, sowohl privat als auch eben im beruflichen Bereich. Oder vielleicht hast du ein Hobby, was in Vergessenheit geraten ist, was du gerne nochmal machen möchtest. Such dir da Aspekte und schau mal, wie gut das tut, darauf mal wieder die Energie, die Aufmerksamkeit zu richten, mit wie viel Freude das dann eben auch verbunden ist. Und ja, dann schau mal, was du gerade zum jetzigen Zeitpunkt eben weiter daraus machen kannst. Das war's auch schon für heute. Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung. Danke für dein Interesse, für dein Dabeisein. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.